Hallo. Ja, ich komme oft zu spät. Hallo. Kurze Sache, ich will, dass das hier eher wie so ein unangenehmer One-Night-Stand wird jetzt. Also ich komme, ihr lacht, ich gehe wieder. So stelle ich mir das Ganze vor. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, lasst ihn wirken, das ist so kennenzulernen. Ja. Ja. Ja, mein Name ist Kai und ich war bei der Polizei, tatsächlich. Ich bin jetzt 21 oder 3 Jahre bei der Polizei, da habe ich gearbeitet, duales Studium. Haben wir Polizisten hier? Einen. Ja, gut. Wo? Ganz hinten? Ja, jetzt wieder verstecken. Ja, jetzt wieder observieren da hinten. Der guckt nur. Ja, nee, ich bin jetzt nicht mehr bei der Polizei. Ein Jahr nicht mehr, weil mir wurde es zu viel. Und ich habe mir gedacht, ey, es geht nicht, dass du beim Osterfrühstück sitzt und den Kleinen von deiner Cousine sagst, wenn du ihn fütterst, so: Aufwachen, Polizei! Das hat nicht funktioniert auf Familienfeiern. Und dann war ich nicht mehr bei der Polizei. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe noch so Macken. Also ich habe festgestellt, ich habe immer noch so diese Macken im Kopf. So zum Beispiel, ich bin ein Jahr nicht mehr bei der Polizei, Fußballspiele gucke ich trotzdem mit Helm. Einfach. So, was ist das für eine Angewohnheit? Oder was noch? Ihr kennt den Rudolfplatz, ihr kennt das McDonald's da. Ja, manchmal gehe ich so nachts, also nachher, einfach da so lang, da sind dann so 16-Jährige an diesem Meckes. Und dann gehe ich mal hin und sage so: Ey, gib mal deinen Ausweis jetzt. Und ganz ehrlich, selber schuld, wenn er ihn mir gibt, oder? So, dann habe ich so seinen Ausweis, sagst du, ja. Und dann gehe ich zu den Polizisten, die in meinem Rudolfplatz sind. Könnt ihr den nochmal überprüfen, bitte? Versuche, Köln ein bisschen sicherer zu machen. Und dann bin ich auch der Einzige, der dann in der Nacht noch überprüft wird meistens. Hat der Junge seinen Ausweis? Ich wollte nur McFlurry essen. Ja, ansonsten, ich bin jetzt frisch nach Köln gezogen, letztes Jahr im August. Jetzt auch einer von euch, ja, vielen Dank, eine Stunde. Oh, ja, der hat richtig Bock. Ich pass auf. Danke. Die Polizei macht sich direkt unsympathisch, ne? Das ist schon. Hast du schon mal ein negatives Erlebnis mit der Polizei gehabt? Come on! Wie ist denn die Kölner Polizei so? Erzähl mal! Was kannst du erzählen? Ja, weiß nicht, was? Angehalten? Schon mal gepustet? Nee, tatsächlich noch nicht. Noch nicht? Musst du ja auch nicht. Ne? Kannst du aber sagen, mal nicht. Dann wollt ihr auch Bluttest, oder? Ja, je nachdem. Je nachdem, wie du drauf bist. Ja. Ich mach keinen Bluttest! Angela Merkel will das nur haben! Dann ja. Also ich bin nach Köln gezogen und ich habe jetzt eine Wohnung. Das ist ganz cool. Ich habe so einen Raum, aber es ist Treppe drin. So, also wenn du, einer ist unten, einer ist oben, du hörst nichts, weil es ist still. Ich habe einen Handwerker da und der sollte was unter meiner Treppe reparieren. Ja, so ein bisschen, ja, ich habe eine Treppe in der Wohnung. Und der hat so ein bisschen so Beton da reingespritzt und es war super leise. Ich weiß nicht, wie ihr Handwerker mit Handwerkern umgeht. So, was machst du, wenn ein Handwerker bei dir ist? Zugucken. Ja, bist du, stehst du dann so hinter so, das ist Beton, oder? Wegen Spritzen, ja? Die machen das schon. Ja, das, ich sag dann so, ja, wollen sie in die Reihen, Kaffee, Wasser machen wir alle, glaube ich, ne? Wollen sie eine Suppe oder so? Ich will irgendwie beschäftigt sein und dann bin ich in mein Bett gegangen oben und es war halt super leise, weil der hat so Feinarbeit gemacht hat. Und es war richtig unangenehm, weil ich ertrag diese Stille nicht. Habe ich mir so eine Zeitung genommen, habe so alle 20 Sekunden erstmal so umgeblättert. Natürlich war ich nebenbei auf Instagram, das ist klar. So, wie wir alle. Nach 2 Minuten war dann die Tarn irgendwie weg und dann dachte ich mir so, ja, jetzt wollte ich was Neues und dann wollte ich so ein YouTube-Video anmachen und hatte den Fernseher natürlich auf laut, machte das Video an. Das erste, was bei einem YouTube-Video kommt, momentan Werbung. So, Citroën. Ja, und was schallt durch meinen ganzen Raum? Sind Sie auch jemand, der nicht gerne nett anpackt? Der neue Citroën mit automatischer Heckklappe. So, was? Danach ging so ein Tutorial los, wie man Beton spritzt. So, wie sie es richtig machen. Ja, und wenn man nicht mehr bei der Polizei ist, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich versuch's jetzt einfach nochmal. Es hat gerade noch nicht geklappt, jetzt machen wir nochmal Restart. So, weil zum Beispiel Thema Dating. Ja, ich habe in Köln, hab ich so, in der Fußgängerzone habe ich eine Frau gesehen, die war ultra schön. Das ist wirklich fast so schön wie du. Ja. Ich versuche alles heute. Ja, und dann habe ich so gedacht, ich will die ansprechen. Und dann habe ich aber wieder gemerkt, in mir ist noch der Polizist, weil ich gehe hin und sagst, Entschuldigung. Kannst du dir vorstellen, warum ich dich gerade anhalte?
Und dann hatten wir ein richtig nettes Gespräch für 10 Minuten, weil sie dachte, es ist eine Kontrolle. Und beim Thema Handschellen haben wir uns dann ja ganz gut verstanden. So, was soll ich sagen? Und ja, dann sind wir irgendwann essen gegangen. Und dann hat sie irgendwann so gesagt, ja, gut, ciao. So, aber wenn du Lust hast, wir können auch zu mir. Und dann habe ich instinktiv so an meine Schulter gegriffen und gesagt, Jungs, ich brauche hier Verstärkung. Ja, Köln. Ja, kann ich. Ja, was machst du eigentlich beruflich? Ich bin Erzieherin. Erzieherin? Ja, guck mal, hätte man bei mir damals was nicht gemacht, wäre ich Polizist geworden. Ne? Also, das ist eine Verantwortung gegenüber den Leuten. Das ist richtig. Und macht Spaß? Ja, doch. Ja. Kinder? Ja. Schön. Jemand noch was Interessantes zu erzählen? Ich anscheinend nicht. Oh. Ja, ich habe letztens. Ich habe immer noch dieses so. Kennt ihr das, wenn ihr so auf der Straße steht und so ein Auto hält neben euch an? Und vielleicht, der Polizist kennt das vielleicht, aber ich habe dann immer noch den Drang, den anzuhalten. So, also zu sagen so, Entschuldigung, einmal Führerschein, Fahrzeugschein, bitte. Sind Sie auch betrunken? Kurz Hunger, oh. Das ist so. Nebenjob Polizist, weil Comedy nicht läuft. Und er sagt dann so, ja, Sie haben echt davor, der Scheinwerfer ist kaputt. Eigentlich kostet das 30 Euro, wenn Sie mir jetzt 10 in Bar geben, vergessen Sie lieber. Aber kann man bei der Polizei nicht nur noch mit Karte zahlen? Ja. Deshalb habe ich auch gesagt, vergessen wir die Sache. Vielen Dank. Gut, das war's von mir. Vielen Dank. Ciao, ciao.